Bastelzeit und ja, ich glaube, ich muss da so ein bisschen was beichten. Ich habe da nämlich, glaube ich, so das Problem, was sehr viele Bastler haben. Ich glaube, ich leide da unter so einem Fall von das Startgebot sieht gut aus, ich biete mal vorsichtshalber mit. Oh, ups. Ja, ich habe da eventuell etwas ersteigert, was ich ein bisschen teurer eingeschätzt hätte. Offensichtlich hat mein Startgebot gereicht. Und ja, jetzt habe ich hier wieder ein Messgerät stehen. Ja, gut, wenn es schon ankommt, dann gucken wir mal. Wie wir sehen können, das ist diese wunderschöne Kiste hier. Die stammt offensichtlich vom französischen Hersteller Fragile. Okay, lassen wir den Unfug. Packen wir mal aus, gucken wir, was wir da drin haben. Denn was wiegt wie ein Messgerät, was riecht wie ein Messgerät, ist mit Sicherheit kein Messgerät. Denn davon habe ich genug. Und ja, wie wir sehen, die Enden sind frei. Man kann also schon so grob erahnen, was es ist. Trimm es mal rum, dann haben wir es auch richtig. Dieses Teil hier, ja, ein offensichtlich nicht HP. Nee, Spaß beiseite. Agilent ist eine Marke, die unter anderem von HP abstammt. Und das hier ist ein 66311B Mobile Communications DC Source. Ist einfach nur ein fancy Name für ein Netzteil mit ein paar mehr Features. In dem Fall hier 0 bis 15 Volt, 0 bis 3,5 Ampere, Peak. Und ja, packen wir mal fertig aus. Dann können wir hoffentlich mehr sehen. Okay, da sind wir also. Wir sehen, oben drauf ist eine Installation und Operation Checklist, wie es aussieht. Die wurde auch wohl mal überklebt. Okay. Außerdem ein Hinweis, Open Sense Lead Detection is disabled, see manual to enable, label is removable, okay. Und hier haben wir dann die Hinterseite auch noch, okay. Fangen wir hinten an, was wir haben, denn die meisten Sachen kennen wir, denke ich schon. Wir haben unseren Netzeingang, 230 Volt Rating, das ist schon mal ganz hilfreich. Wir haben hier unten einen Output, da kommt also die Spannung raus. Wieso das wichtig ist, sehen wir gleich noch. Das sind ein paar mehr Terminals. Ich glaube, die können wir rausziehen. Die sehen jedenfalls so aus. Probieren wir das mal, dann kann man es nämlich besser lesen. So, wir haben einen Ground an der Ecke. Dann haben wir in der Mitte Minus und Plus. Und daneben Plus S und Minus S. Das sind die sogenannten Sense Terminals. Das heißt also, ich kann hier zusätzlich zu den Ausgängen noch zwei weitere Kabel rausschleifen und bis zu meiner Last. Warum? Naja, dann misst er an meiner Last, was da gerade für eine Spannung anliegt und sorgt dafür, dass an meiner Last, da wo ich die Spannung ja auch haben will, das rauskommt, was ich einstelle. Das heißt also, alles was wir an Voltage Drop, an Spannungsverlusten auf meinen Messkabeln haben, wird dann dadurch ausgeglichen. Ansonsten haben wir hier noch eine GPIB-Schnittstelle, ein RS-232. Und ansonsten haben wir hier oben noch ein paar, irgendwas mit FLT und INH steht da. FLT wird ein Filter sein, INH müsste ich erstmal durchlesen. Gut, wenn wir den hier uns angucken, hier sehen wir auch schon, hier sind Brücken installiert. Das ist dann, wenn man kein Remote Sense machen möchte, dann bleiben die einfach drin und dann hat man wie bei einem normalen Netzteil hier seinen Ausgang. Okay, dann drehen wir das Ding mal rum und gucken uns die Vorderseite an, denn offensichtlich kann die ein bisschen was mehr? Kann die sich auch hochstellen? Nein, kann es anscheinend nicht. Schade. Ja, dann gehen wir mal mit unserem Niveau runter, oder? Ja, zumindest mal ein bisschen näher dran. Also, was haben wir vorne? Wir haben hier einen Line an aus und das klingt auch so, als ob das Ding wirklich ein großer Powerschalter ist. Dann haben wir hier eine Sektion System mit Address, Local, einem Shift-Button und Recall sowie Save. Das ist zum Programmieren offensichtlich da. Insbesondere Adresse ist natürlich dann für die GPIB-Adresse wahrscheinlich. Dann haben wir die Function, Meter oder Protect können wir auswählen. Außerdem noch Input, hoch, runter, Voltage, Current, ein Output, On-Off und ein Output. Ist alles ein bisschen chaotisch, weil Output hier, Input hier. Aber es macht alles seinen Sinn. Und last but not least den Bereich Entry, Enter Number, Enter. Hoch, runter, links, rechts.
Wobei das hoch runter was anderes ist als das hoch runter. Und last but not least, der gute alte Drehknopf hier rastet leider nicht ein und lässt sich auch nicht drücken. Aber man kann immerhin was drehen. Was hier vorne natürlich fehlt, was viele andere Netzteile haben, das ist irgendwas, wo man die Spannung rausbekommt. Das hier ist, wie wir hier schon gesehen haben, speziell etwas spezielleres Teil. Das Ding hier ist nämlich extra dafür ausgelegt, ja, Mobile Communications zu testen oder zu versorgen. Das heißt also, eigentlich ist es ein Netzteil, aber mit einem sehr starken Fokus auf Messen, insbesondere Messen während der Produktion. Und dafür ist das Ding hier auch gedacht. Das sitzt dann irgendwo in einem Rack drin, ist fest angeschlossen an Testeinrichtungen und entsprechend hat man dann nur hinten die Anschlüsse und nicht vorne. Aber hier, wenn man drüber fühlt, fühlt man auch zwei Löcher. Theoretisch kann man es nachrüsten, wenn man es haben will. Und ich habe jetzt auch, denke ich, schon so ein bisschen angedeutet, was hier so ein bisschen der Vorteil ist. Der hat nämlich eine deutlich bessere Spannungsstabilität, eine deutlich bessere Reaktionsgeschwindigkeit als viele einfache Netzteile und er kann relativ genau den Strom messen. Und das ist ja gerade bei Mobile Communications interessant. Mobile Communications heißt ja meistens Funk. Bei Funk hat man sehr viel Ruhezustand. Das heißt also, dass wenig Strom verbraucht wird, einen sehr geringen Strom von vielleicht ein paar Mikroampere. Aber dann zwischendrin Peaks, wo viel Strom benötigt wird, wo es entsprechend schnell nachregeln muss und man natürlich auch unsere Messungen schnell hinterherziehen müssen, wenn wir aufzeichnen wollen. Aufzeichnen selber haben wir ja gesehen, RS-232 und GPIB ist beides da. GPIB für mich natürlich interessant, weil ich es dann an mein Netz hängen kann, wo meine HP-Multimeter dran sind. Aber auch ohne, wie wir gesehen haben, RS-232, das sieht auf jeden Fall so aus, als ob man das auch an etwas moderneren Kisten machen kann. Und wenn man es nicht will, naja, Serial ist Serial. Das heißt, man könnte hier auch einfach einen ESP-8266 oder ESP-32 dran machen und dem Ding hier noch ein Webinterface verpassen, wenn man sowas haben will. Ich brauche es nicht. Also, ich gehe jetzt gerade noch mal gucken, was in der Auktion drin stand. Ich meine mich zu entsinnen, dass das funktionsfähig ist. Wenn dem so ist, dann klemmen wir es natürlich direkt mal an. Wenn nicht, dann gehen wir auf Fehlersuche. Und gerade noch mal geguckt. Yep, es steht wirklich nichts von defekt dabei. Also gehen wir davon aus, dass es laufen sollte. Und noch eine kleine Korrektur. Das hier habe ich eben falsch gelesen. Das hier heißt nicht 3,5 Ampere, sondern das heißt, er kann dauerhaft 3 Ampere und kann 5 Ampere für Peaks, für ein paar Millisekunden oder sowas. Okay, theoretisch sollte es also gehen. Das heißt, ich nehme mal hier den guten alten Kaltgerätestecker. Das Ding ist ja auf 32 Volt eingestellt oder sagt zumindest das Ding. Also klemmen wir mal an. Noch ist kein Saft hier auf der Leitung, also noch nichts zu erwarten. Gerade mal gucken. Ja. Müsste. Ich höre zumindest mal nichts, was so klingt, als ob da was abgebrochen ist. Wir hatten ja auch eben nichts wackeln gehört. Sollte theoretisch auch kein Problem sein, denn hier diese Dinger sind meistens sehr stabil gebaut. Gerade nochmal oben drauf gucken. Von Agiland checked Output Compensation. Das klingt jetzt eher nach Bedienfu. Also machen wir mal die Steckdose an, wo das dranhängt. Und nichts passiert. Ist also wohl wirklich ein Line-Switch. Dann. Wow. Okay, also er geht an, aber er brummt. Definitiv. Adresse 5. Oh, und dann Lüfter. Aber, ja. Display ist an. Klingt alles erstmal gut. Also, gucken wir mal. Was zeigt er denn aktuell überhaupt an? Ich stelle mal ein bisschen hoch, dass man was auf dem Display besser sehen kann. So, das sieht besser aus. Das Ganze scheint ein VFD zu sein. Damit hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Aber okay, wurde halt viel verbaut. Und also das hier ist auf jeden Fall auch noch sehr schön hell. Aktuell sehen wir 0,014 Volt bei minus 0,0001 Ampere. Das heißt also 100 Mikroampere, wenn ich das richtig sehe. Dann schauen wir doch mal, was können wir denn hier machen? Voltage. Okay, das ist eventuell etwas übertrieben in 0,1 Volt Schritten. Gehen wir mal hier hin und machen 5 Volt. Wegen mir. Ach, Mist.
Enter Number hätte ich wahrscheinlich drücken müssen. Ich könnte mir natürlich auch einfach die Anleitung holen, aber where's the fun in that? Okay, Enter Number war es nicht. Dann probieren wir nur Enter. Das sieht besser aus. Current ist eingestellt auf 3 Ampere. Und wir sehen auch hier können wir aufs Milliampere genau einstellen. Die 2 hinten bleibt, wie es aussieht. Oder können wir sogar noch rüber? Nein. Dann machen wir mal 1 Ampere und Ausgang an. Achso. Enter, Ausgang an. Und jetzt sehen wir, 5,004 Volt hat er gemessen. Wir sehen ein CV, also Constant Voltage. Er hat jetzt über die Spannung das Ganze geregelt. Was können wir bei Input gucken? Current Range High. Okay. Das heißt, wir können auch auf Low wahrscheinlich stellen, wenn wir eine höhere Auflösung haben wollen. Detect Array. Okay, das hier ist eher ein Settings-Menü als Input. Okay. Dann zurück. Meter. Dann suche ich mal irgendwas, was wir hiermit versorgen können. Gucken wir mal, ob da wirklich Spannung rauskommt. Aber nur um sicher zu gehen, gehen wir mal mit einem Multimeter dran, was definitiv nicht dem Ding hier gerecht wird. Also holen wir das gute alte Peak-Tech hier. Es sollte wohl ausreichen, um mal kurz zu gucken, ob es in die richtige Richtung geht. Ausgang an. Ach, der war an. Okay. Und ich lese es euch, denke ich, vor. Ich weiß nicht, ob ich es so hinbekomme, dass er es wirklich anzeigen kann. Mal hier dran und hier dran. Und was sagt er? Ja, das sieht gut aus. Wir haben hier ein nicht wirklich ganz lesbares 4,99, 4,97 Volt. Also die 5 Volt geht in die richtige Richtung. Ich traue der Kiste hier irgendwie mehr als dem Multimeter. Dann, wenn der Spannungskram anscheinend funktioniert, holen wir hier ein paar LEDs. Gerade mal hier so einen Streifen rausgegramt. Bei 5 Volt wird er mit Sicherheit nicht viel machen, aber wir können uns ja hocharbeiten. Jetzt mal gerade gucken, wo war denn hier Minus und wo Plus? Minus da, okay. Plus da. So, dran geschlossen ist. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Also machen wir mal die Voltage hoch. 7, 8, 9, 10, 11. Hä? Oh. Ah, okay, man muss erst Enter drücken. Und das sieht schon ganz gut aus. Lampen sind an. Der Lüfter dreht auch was höher. Wir haben jetzt 11,004 Volt und 623,7 Milliampere. Kann jetzt natürlich ein bisschen wackeln, ich halte nur lose dran. Aber ich würde sagen, Spannung kommt schon mal raus. Nun ist 11, irgendwas Volt vielleicht nicht unbedingt das, wo man hier das Ding benutzen würde, wie man sich denken kann. Anhand der Spannungsdings, die da steht, ist das eher gedacht für Dinge, die weniger Strom brauchen. Also gehe ich mal gerade hier in meine Kiste gucken, was ich denn so an Sensoren habe. Denn wenn wir Mobile Communications machen wollen, dann sollten wir auch Mobile Communications mal ausprobieren. Ne? Ich habe jetzt hier einfach so ein Zigbee-Teil mir mal gekrallt. Einfach mal hier so einen Temperatursensor und den mache ich jetzt mal fertig. Klemm den hinten dran, mache den selbstverständlich nicht mit 11 Volt, sondern was haben die 3 Volt normalerweise. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendetwas sehen können. Und vor allen Dingen, wie genau er denn jetzt am Schluss wirklich misst. Ne? So, okay. Ich habe es jetzt mal soweit vorbereitet. Hier sind entsprechend die Kabel einfach hinten drin. Ich habe jeweils 2 benutzt, das heißt 1 für Sense, 1 für die Versorgung, in der Hoffnung, dass das klappt. Wir sehen jetzt auch auf dem Display hier, er zeigt minus 0,2 Volt an. Das ist, weil wir aktuell keine Brücke hinten dran haben, denn ohne Brücke weiß er natürlich nicht, was er denn überhaupt ausgibt. Und das können wir auch testen. Hinten war ja der Aufkleber drauf, dass die Sense Protection, wie heißt es genau, Open Sense Lead Protection Detection disabled wäre. Die habe ich wieder angemacht. Wenn wir jetzt hier gucken, wir sind aktuell ja im Disabled State. Das heißt also, der Ausgang ist nicht an. Wenn ich ihn jetzt anschalten würde, was würde denn normalerweise passieren? Na, er würde beginnen, Spannung rauszugeben und zu versuchen, die halt auf die eingestellte Spannung hier 3 Volt einzustellen. Das würde aber nicht funktionieren. Wieso? Naja, wir haben ja keine Rückmeldung, weil diese Brücken fehlen. Und das ist diese Open Sense Protection.
dass jetzt nicht der immer weiter die Spannung am Ausgang anhebt. Da, ja, das haben wir jetzt hier verhindert. Wenn ich jetzt hier auch einschalten will, kommt Prot, Protection. Wenn wir Protect gucken, plus minus Sense Open. Deswegen hat er jetzt den Eingang oder den Ausgang nicht angeschaltet. Können wir dann hier clearen? Ja, können wir nicht clearen. Clear. Achso, wir sind ja noch enabled. Jetzt habe ich es wieder disabled, cleared. Jetzt passt das wieder alles. Im Übrigen zur Eingabe noch. Ich hatte eben ja gesagt, man kann hier auf Voltage gehen und dann hier durchdrehen, das Ganze einstellen. Mit den Pfeilen auswählen, welches Digit man haben will. Hier sind wir jetzt hier, das blinkt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Ja, kommt's. Das heißt also, so kann man es einstellen. Es gibt aber noch eine Alternative. Wir können nämlich hingehen und können sagen Voltage, Enter Number. Und hier neben den ganzen Tasten stehen Nummern. Das heißt, wir können jetzt hier sagen 3, wo ist der Komma, Komma 1, Enter. Und jetzt haben wir 3,1 Volt hier eingestellt. Das ist eventuell ein bisschen schneller, als hier mit dem Drehknopf zu arbeiten. So, wieder zurück auf 3 Volt. Dann klemmen wir den Kram hier mal an, gucken, was passiert. Theoretisch müsste jetzt erstmal die Spannung, die er anzeigt, sinken. Von diesem Minus oder steigen von minus 0,2 Volt auf 0. Und das sieht gut aus. Da ist auf jeden Fall deutlich besser. Und würde ich sagen, schalte mir das Ding mal an. Theoretisch müsste der hier blinken, der hier irgendwas mit ein paar Milliampere anzeigen. Und nochmal gegentesten. Voltage passt. Current Limit 300 Milliampere müsste passen. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding mal an. Gucken, was passiert. Okay, leuchtet, 100 mA zieht er und 0 mA. Okay, und ab und zu sehen wir, er springt so ein bisschen auf 100 Mikroampere. Okay, wir haben also jetzt ein Netzteil, was läuft. Schön. Hilft uns das irgendwie? Naja, ich habe ja schon gesagt, das hier hat ein paar mehr Funktionen als so ein normales Netzteil. Die einen haben wir eben ja schon gesehen auf der Rückseite. Wir haben hier einen Datenanschluss per GPIB oder RS-232. Wir können also einen PC anschließen. Aber das Ding kann auch ein bisschen mehr. Wir sind ja aktuell im Mieter hier. Das heißt, wo wir sehen können, wie viel wir ausgeben, wie viel verbraucht wird. Und was wir jetzt hier machen können, ist noch scrollen. Wir können nämlich hier auch eine Maximalspannung anzeigen, Minimalspannung, High, Low Voltage, RMS Voltage. Hier auch nochmal, wie viel Milliampere da durchfließen, wenn ich richtig sehe. Minimum, High, Low, auch hier wieder RMS. Und die Werte, die wir hier am Display gucken können, das sind noch nicht mal alle. Ich glaube, über die Datenschnittstellen können wir da wesentlich mehr noch auslesen. Und so dann wirklich hier Dinge nochmal genauer machen. So, was wir auch noch machen können, ist, wenn wir hier hingucken, wir haben hier eine Capacitance Compensation. Das heißt, wir können einstellen, wie viel Kapazität erwarten wir. Das ist ganz hilfreich, wenn man Constant Current fahren will. Bei den meisten Netzteilen ist einfach ein Kondensator über die Ausgänge. Und im Zweifelsfall entlädt der sich halt komplett in eure Last, wenn ihr dann Kurzschluss fabriziert. Hier kann man es einstellen zwischen, was haben wir hier? Low, High. Ah, das war's. Dann haben wir hier die Power-On-State, ist ausgeschaltet, irgendwelche Delays. Wir können die, wie schneller hochgeht und runtergeht von den Spannungen, kann man alles einstellen. Das sind alles Dinge, die normalerweise nicht möglich sind. Das suche ich aber eigentlich gar nicht. Wo ist denn hier? Ach nee, Moment, in Meter ist das, glaube ich, in den Meter-Settings. Da, Input. Genau, Current Range ist derzeit auf High, die möchte ich mal gerne auf Auto haben. Und jetzt sehen wir hier auch eine deutlich kleinere Nummer. Das ist nämlich jetzt Milliampere, das heißt, wir sehen jetzt hier aktuell einen Verbrauch von 4 Mikroampere. Und 4 Mikroampere zu messen ist jetzt etwas, was so ein normales Labornetzteil in den meisten Fällen nicht kann. Hier ist es aber, wie wir sehen, problemlos möglich. Ja, wie gesagt, die meiste Verwendung ist eher in Kombination mit anderen Dingen. Das heißt also zum Beispiel, indem man hingeht und hier halt einen PC anklemmt und diese ganzen Sachen, die hier rausfallen, diese ganzen Werte auch aufzeichnet. Da kann man dann schöne Diagramme zeichnen, was, wann, wo, wie viel an Strom benötigt wird. Außerdem hatten hinten ja gesehen, diese Terminals, die wir noch haben, FLT und wie ist der andere? INH. Das sind Ein- und Ausgänge, damit kann man dann auch irgendwelche Testaufbauten machen, so Späße wie, okay,
wir machen an und dann geben wir nach einer gewissen Zeit ein Signal hier drauf raus. Dann fährt das Radiosystem zum Beispiel das Radio an, können wir das aufzeichnen. Es ist also eine Menge möglich. Wie gesagt, das Ding ist wirklich für so Tests in Produktionsanlagen gedacht und entsprechend ausgestattet. Okay, das soll es dann aber auch mal mit dem Gerät soweit erstmal gewesen sein. Da ist noch eine Menge offen. Gerade dieser ganze Bereich Vernetzen, GPEB, automatisierte Messungen, ist eigentlich so das, wofür das gebaut wurde. Da muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen was durchlesen, weil, naja, GPIB ist halt bei jedem Gerät unterschiedlich. Und ja, was natürlich auch noch fehlt, sind die Innereien. Die werde ich mir auch noch angucken, gerade weil häufig ja auch Batterien drin sind und ich möchte jetzt ungern hier vom Gerät die Kalibrierung verlieren. Aber ja, das sind Sachen, die muss ich ein bisschen nach hinten verschieben, weil ja, das echte Leben möchte, dass ich auch noch was arbeite. Heißt also, ja, für heute machen wir dann erstmal Schluss und irgendwann in der Zukunft gucken wir dann mal ins Innere und ergründen, warum das Gerät das tut, was es soll.